Darf ich mal kurz stören bei euch? Gehört ihr zu der Fraktion, die Gesicht zeigen will gegen rechts, oder? Geh weiter. Aber die wollen doch Gesicht zeigen gegen rechts, oder warum? Lauf mal weiter, Naturrevolution. Lauf mal bitte weiter. Ja, aber ich wollte ja einfach nur mal... Es gibt Leute, die wollen nicht gefilmt werden, da müsst ihr euch dran halten. Ihr wollt auch nicht... Es geht ja auch nicht ums Film. Also ich meine, wenn man sich ja an die Straße stellt und will... ich will auch nicht von dir gefilmt werden. Ja, kann ich ja, aber dann solltest du vielleicht nicht zu einer öffentlichen Versammlung gehen, wenn du nicht gefilmt werden willst. Lauft einfach bitte weiter. Ja? Ja, bist du jetzt Ordner oder warum? Lauft einfach weiter. Ja, bist du jetzt ein Ordner, dass du mir das jetzt sagen kannst, oder? Lauft einfach weiter. Die Leute wollen nicht gefilmt werden. Das müsst ihr akzeptieren. Ja, aber wir wollen doch ins Gespräch kommen miteinander, oder? Die wollen aber nicht mit euch reden. Ja, aber warum nicht? Ich denke, die Demokratie soll wieder lebendig werden in dem Land. Da müssen wir doch mal miteinander reden. Also nicht mit denken, dass es 400 sind. Seid ihr nicht auf die falschen Demo? Ihr habt euch hier, ihr seid bei der Demo gegen rechts, da seid ihr falsch. Sind Sie der Meinung, dass ich rechts bin, oder? Ja, hätte ich jetzt gedacht. Was ist denn rechts eigentlich? Na, Leute, die jetzt nicht so, die so ihre eigene Vorstellung haben, wie irgendwelche Dinge funktionieren sollten. Also Leute, die ihre eigenen Vorstellungen haben, sind dann rechts, oder? Das ist sehr allgemein formuliert, aber... Ja, also ich glaube, ich meine eigenen Vorstellungen, wenn sie deswegen mich als rechts einordnen. Aber ihr seid ja nicht rechts, seid ihr... Ich bin freiheitlich. Freiheitlich bin ich. Freiheitlich? Ja. Linker sozusagen. Ja, na gut, der Linken, also Links und Freiheit ist eigentlich nicht so kompatibel. Also ich würde jetzt nicht gerade sagen, dass das jetzt Josef Stalin irgendwie ein großer Verfechter der Freiheit war. Ja, war das ein Linker? Also, das wäre erfreuend also für Ihnen gewesen. Ich würde Sie bitten, die Fläche zu verlassen. Und warum? Der Versammlungsleiter wünscht das so. Dann müssen Sie den Versammlungsleiter bitte auf Versammlungsgesetz hinweisen und mitteilen, dass es Gründe gibt, die zum Ausschluss führen können, aber diese Gründe von mir überhaupt nicht erfüllt sind. Okay. Na? Kriege ich da jetzt noch eine Erklärung, was jetzt eigentlich ist? Doch. Ja, das sieht aber nicht gerade nach der Mehrheit aus, Alter. Ja, genau. Aber wir zählen euch jetzt mit als Person. Das können wir machen. Ja, ich bin ja für Demokratie und Menschenrechte, also deswegen, ja, natürlich. Rechte Menschen für Menschenrechte. Ja, ich bin bekennender Antisozialist. Wie kann ich dann Nazi sein, wenn ich gegen Sozialismus einstehe? Naja. Also Nationalsozialismus war jetzt nicht unbedingt eine freiheitliche Gesellschaft, für die ich darauf einstehe und auch demonstriere. Sie demonstrieren eigentlich nur für sich selbst. Nö. Und für Leute, die so aussehen wie Sie, wie eine alte Kartoffel. Eine alte Kartoffel? Mhm. Hast du dich schon mal angeguckt? Ich bin auch eine Kartoffel, aber zumindest bin ich keine Nazi-Kartoffel zu sagen. Das ist schön. Ja. Haben wir auch noch ein paar Argumente, die wir austauschen können? Oder geht das jetzt auf die Ebene weiter? Das diskutiert man nicht. Da muss ich nicht diskutieren. Welche Argumente haben Sie denn außer Rassismus? Rassismus ist kein Argument. Ich habe viele Argumente. Das sind zum Beispiel mittlerweile viele meiner politischen Argumente von der Quatsch CDU. Quatsch doch die Leute nicht zu voll. Hau doch ab, ihr drüben seid deine blaue Affe. Die haben mich doch angesprochen. Nee, aber du läppst ja nur Gille. Hau ab, Mann. Angesprochen haben. Das will keiner, will dich ja haben. Geh doch zu deinem scheiß Verein. Emotionen runter. Nee, da kann sich doch hier rüberstellen und nicht die Leute volllappen. Wir sind hier nicht hergekommen, um so einen Affen zu hören. Ganz ehrlich, ne? Schritt vor, bitte. Nee, der kann nach hinten gehen. Geh bitte, auf Wiedersehen. Willst du dich jetzt bei mir entschuldigen, nee, dass du mich als Affe bezeichnet hast? Nee, du kannst gehen. Nee, dann gehen wir hier mal zu den Kollegen. Geh doch bitte und dann mal. Pass auf, nachdem wir die eh nicht wegkriegen, ich würde sagen, wir ignorieren die jetzt einfach. Das ist das Langweiligste, was wir denen antun können. Du musst sie einfach ignorieren. Dann steht ihr hier ich rum. Ich habe kein Gespräch mit ihm gesucht. Genau, hier ist in Ordnung. Also genau, ich habe ja auch erstmal gesucht, jetzt habe ich gesagt, nee, ich ignoriere. Ist doch okay, ich wollte eigentlich nur mal schauen, was denn so für Transparente und so gezeigt haben. Okay. No? Okay, sind wir uns einig. So, gucken wir mal weiter. Gut, ja. Ist jetzt mein Problem, dass wir aufpassen oder was? Ja, so ein bisschen. Okay. Wir wollen ja, dass Ruhe herrscht. Ja, auf beiden Seiten. Ja, genau. Deswegen machen wir ja auch nichts Schlimmes. Ja. Praktizieren können. Und ich stehe hier, weil ich will, dass es auch in Zukunft ein Recht auf Versammlungsfreiheit gibt. Und dass Menschen nicht verhaftet werden, wie heute in Russland, wenn sie gegen den Ukraine-Krieg demonstrieren. Und ich will auch, dass Landwirte friedlich demonstrieren können. Hallo,
Stefan, wie geht's? Ja, wenn Ihnen das wirtschaftliche Leben immer schwerer gemacht wird. Wir sind mit uns für Menschenrechte. Sind. Ja, sowieso. Wo waren Sie denn zu Corona-Zeiten gewesen? Da waren wir ja auch für Menschenrechte auf der Straße. Ich bin tatsächlich auch krank. Ach so, 3 Jahre lang. Aber freut mich einfach. Wie bitte? Ja, das ist doch schön. Ja. Ich rede ja gern mit Leuten, aber gerade von Ihrer Seite kommt Vielen eine Erfahrung Dank, für mich jetzt nicht. Ja. Also, nee, aber ich meine nicht Als von Ihrem politischen Redner Lager. Hören wir den Bürgerrechtler Frank Richter. Ja, aber sie sehen sehr einschlägig aus, was man hier so an Fahnen sieht. Ja. Aber wenn Sie dafür sind, dann seien Sie doch genauso mit Ihren Leuten da. Da ja, sind wir ja, wir sind ja weggeschickt worden. Erzgebirger und Erzgebirgerinnen. Nee, ja, aber die anderen sind weggeschickt worden, logischerweise. 500 Menschen in Aue zusammenkommen. Ja. Meine Güte. Keine Demokratie. Die wollen hier keine Demokratie Nein, haben. Wollen die nicht. Die wollen auch nicht, dass Nein, man hier die diskutiert. Die wollen durch untergehen. Ganz genau.